Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge Yooka-Laylee. Fertig. So, wir gehen in die erste Welt, die Stammblock-Tropen. Sie haben uns erwartet, sehnsüchtigst. Glaube ich, ein bisschen. Und wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Es ist nicht viel. Ich muss mal genau gucken, wie viel es war. Spiel schon anschauen. Wir haben generell gar nicht mal so viel. Highbury Towers ist noch relativ viel zu holen. Die Stammblock-Truppen. Wir haben eigentlich noch 9 PNGs hier, 30 Federn und die Energieleiste. Und ich weiß auch sofort, wo ich hingehe, weil es eigentlich nicht viele Stellen gibt, wo wir nicht schon waren. Oder wo wir noch ausgiebig noch nicht waren. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, an sehr viele Stellen zu kommen. Ich möchte auf jeden Fall die Energieleiste haben. Und ich könnte dann diese Wolke schon wieder herausfordern. Ja, vielleicht können wir es auch jetzt schon herausfordern. Wir probieren es. Aber nee, wir probieren es nicht. Wir brauchen nämlich Eis. Auf Eis wollten wir sie nochmal herausfordern. Aber das werden wir erst tun. Wenn Eis da ist. Dazu muss man natürlich ein bisschen nach oben. Was wir auf jeden Fall noch zu tun hatten hier, das weiß ich auch noch. Lass mich kurz durch. War hier unten irgendwas drin? Lass mich kurz hier hoch. So, Eis machen wir auf jeden Fall sehr gut. So, was haben wir denn? Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Hier war auf jeden Fall noch eine Pagey. Das hatte ich noch im Kopf. So, an den Kisten war aber nichts drin, ne? Gibt es irgendeine... keine Interaktion. Das war's auch nicht. Anlecken kann ich sie auch nicht. Stampfattacke geht hier auch nicht. Na gut, gehen wir erstmal wieder ein bisschen hoch. Vielleicht machen wir sie ja irgendwie frei. Ach, mein Stuhl hängt gerade. Oh, na, immer noch. Immer noch. Ja, jetzt geht's. So. Wo wir auf jeden Fall erstmal hin können, ist nach dort oben. Dort oben. Also weiter hoch kann ich gar nicht gucken. Dort oben waren auf jeden Fall noch ein paar Sachen für uns. Wir können auf jeden Fall erstmal zu Nimbo gehen. Denn. Oh, wir haben die Schweinchen hier auf jeden Fall noch gehabt. Schwein. Irgendwer warst du doch hier, oder? So, wir könnten ihn. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich werde mich auch nicht nochmal verwandeln dafür. Also nicht für die Pflanzen zum Reden. Wie hatten wir das Schweinchen? Da vorne in der Ecke. Genau. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier. Ist das der Grund, warum wir letztes Mal nicht weitermachen konnten? Dass wir das Schweinchenrätsel noch nicht gelöst hatten. Hallo! Guten Tag, junge Krieger. Ich wette, du hast deinen Namen, ne? Irgendwas mit. Ja. Mamfram, Schwarzer Ritter, Mamfalot. Bring uns auf deinen kühnen Quest. Kampfquest, oder? Ritter, Kameraden, für diese kühne Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rampo. Mamf, aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf die 4 verschiedenen Orte aufgeteilt. Mamf, ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Würde mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Ja. Habe ich auch schon mal gefunden, ne? Mampfmampf, hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde Fiemi-Stadt schon nicht ertrinken. Alles klar. Kann eigentlich nicht viele Stellen sein. Also wie gesagt, wir sind hier zwar schon eine Weile nicht mehr gewesen, aber die einzige Stelle mit Wasser ist rein theoretisch... Ganz in der Nähe? Ganz in der Nähe ist die Wasserstelle nicht. Wasserstelle beginnt nämlich erst hier hinten. Laufen wir erstmal. Hops. Hier, Wasser. So. Okay. Gehen wir runter. Wir können ja mittlerweile unter Wasser Sachen machen. Huh. Und dadurch können wir jetzt hier drüben was machen. Das ist ja cool. Darf ich mich bewegen? Nice. So, also da merken wir schon die erste Sache, die wir erst... Irgendwo da... Wahrscheinlich hier drunter. Hilfe, ich stecke in Dauerbewegung fest.
Kann mal bitte jemand all diese Blasen abstellen? Also werde ich mir wieder ein bisschen Luft aneignen. So. Komm her, Pidgey! Oh. Die Federn nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir haben... Ja, das Blubbern sogar. Da ist aber eine Tür. Das Ding war aber gleich wieder... Warte mal. Wir können es nicht wieder einschalten. Das muss irgendwo einschaltbar sein, auf jeden Fall. Den nehmen wir so mit. Danke, Pidgey, dass du so bist, wie du bist. Und ich überlege jetzt... Rein theoretisch wäre ich gerne hier rein. Mach das mal platzen. Gehen wir nach oben. Vielleicht können wir oben nochmal den Knopf drücken. Jetzt. Auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Und das hätte ich eigentlich gerne gemacht. Das ist problematisch. Habe ich jetzt nie wieder die Chance? Darf ich nie wieder? Nie wieder? Dort rein? Ah, schon ein bisschen frech wäre das. Okay. Müssen wir erstmal mit klarkommen, dass wir dort nicht lang können. Boah, wenn das jetzt daran jetzt scheitert, dass wir alle Sachen finden, dann würde ich mich ziemlich ärgern. Wie gesagt, wir versuchen aber einfach nur möglichst viele Pages mitzunehmen und das hier zu beenden. Gegebenenfalls, wenn wir ganz viele Leute von euch ganz viel Bock haben, werden wir vielleicht noch versuchen, alle restlichen Sachen zu finden. Aber erstmal geht unser Ziel dahin, Capture B natürlich zu stürzen, weil das, was der tut, ist ja nicht ganz so nett, finde ich, weil wir brauchen ja schon unseren Untersetzer für unser Schiff. So, Nimbo ist noch da. Den werden wir jetzt aber auch, nö, den machen wir jetzt nicht. Wir werden jetzt nicht alles machen. Wir müssen noch ein bisschen was zu tun haben, wenn wir mal zu dem Fall kommen sollten, dass wir den 100% Run daraus machen. Und den machen wir aber dann mit einem Stream fertig, den ich natürlich an die Playlist hängen würde. Dazu müsstet ihr aber riesen Interesse daran haben. Sonst mache ich das einfach privat. Und dann ist es auch okay. Weil ich schon ein bisschen Ehrgeiz habe, dieses Spiel 100% mäßig zu schaffen. Aber ich denke, dann nachher die letzten Sekündchen sind nicht die interessantesten. Also die letzten einzelnen Pages und alles sowas sammeln, ist nicht ganz so interessant, deswegen werden wir das nicht ganz so machen. Generell freue ich mich aber trotzdem, dieses Spiel zu spielen. Das Spiel ist genial, das Spiel ist immer noch sehr toll. Und wir haben jetzt unsere neuen Fähigkeiten kennengelernt und wir können halt jetzt auch fliegen und eigentlich brauchen wir gar nicht so heftigst hier alles immer machen. Weil wir jetzt fliegen können. Wir sind jetzt viel tollerer. Flieg! So. Auf weg mit dir. So. Hey, ihr seid wegen der Aussicht hier. Nein, wir sind hier, um dich zu holen. Um mich zu befreien, musst du diesen Kurs schaffen, in den du durch die Reifen gleitest. Frag nicht warum, so läuft es eben in dieser Höhe. Viel Glück und schau bloß nicht nach unten. So, und da haben wir dann diese Stelle, die wir letztes Mal natürlich nicht lösen konnten, weil uns da so ein bisschen was gefehlt hatte. Und das viel coolere ist, hier gibt es ja kein Zeitlimit, wie es sonst eigentlich gibt. Oh, das war ein bisschen knapp. Nein, das war nicht knapp. Das war nicht knapp, niemals. So, Ball. Boah, ist das schwer zu fliegen. Boah, jetzt kommt die Frage der Fragen. Das schaffen wir so. Oh nein, oh nein. Uha. Ja. Okay, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Das schaffen wir ja auch noch. Easy. Oh Gott. Kann ich das Gleiten rein theoretisch schon aus?
Ich glaube, mit dem Gleiten kommt man diesen einen Sprung an. Ich schaff mal nicht. Aber netterweise kommen wir sogar direkt wieder zu Patty. Oh, ist das nice. Wir nehmen sie mit. Jetzt wollen wir wieder ein Stückchen höher, ne? Ein Stückchen höher ging aber... Ja, gehen wir wieder rüber. Fliegen wir mal hier rüber. Nö, nicht da lang. Da lang. Hi. Ja, wir gehen runter. So, wie gesagt, die Energiezelle würde ich gerne finden, weil das macht vielleicht hinten draußen ein bisschen was aus. Wir können länger uns in Unendlichkeit schutzbar, also in dem endlichen Schutz bewegen. Ach so. Das ist die falsche Stelle. Warte mal, da ging's hoch. Ging's da hoch? Das habe ich ja ganz am Anfang nie wirklich bedacht, dass wir nach oben jumpen können. Probieren wir jetzt aus. Da über uns. Da. Ich darf nicht, okay. Wir kommen so hier nicht dran. Wir haben die andere Seite des Monuments natürlich noch abzugrasen für uns. Okay, das heißt, hier war wirklich nichts mehr. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Boah, da komme ich nicht hoch, ne? Nee, da komme ich nicht hochgeflogen. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu heftig, wenn wir das könnten. Hi. Auf. Das war, glaube ich, einfach nur unten, ne? Wir gehen einfach wieder den Weg hoch. Und kommt nach da hinten. Aber auf jeden Fall eine höhere Stelle. Zur Not glitschen wir uns irgendwie hoch. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir lang mussten. So. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee. Mit dem Hoke glitschen. Oder runter glitschen. Da lang will ich nicht. Gehen wir mal kurz einen Schritt weiter weg. Und gucken mal. Oh, da würde ich gerne hin. Hey. Ja, hier wollte ich auch wirklich hin. Pusten mal einfach das Gepustete hier mit. Oh, ganz schön windig. Genau, und das konnten wir nämlich letztes Mal auch noch nicht. Da waren wir nämlich schon mal hier oben. Oh, was ist denn nur hier los? Kann ich mit reden? Hallo Paige, wir sind hier, um dich einzusammeln. Wäre es möglich, dass du da rausrutscht? Ha, ich bin nie auf die Idee gekommen, das zu versuchen. Ich werde es mal probieren. Tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Versuch's mal seitwärts, du beknacktes Sammelobjekt. Nein, das ist unmöglich, aber ihr habt die windige Herausforderung bestanden. Also wird sich dieser Käfig jeden Moment öffnen. Wow. Just wow. Oh. Hier waren wir natürlich auch noch nicht. Mal schauen, wo das jetzt hier hinführt. Und ja, wir nehmen den Weg hier mal. Hier geht nach oben. Oh, ist das toll. Noch weiter nach oben. Wie gesagt, viel kann eigentlich gar nicht mehr vor uns liegen. Wo wir jetzt hier rauskommen. Na, mal schauen. Ich würde gerne nach ganz oben. Mal schauen, wie es da aussieht. Und das hört sich auch nicht so an, als wären wir unten. Okay, weiter. Sammelobjekte. Wow. Kennen wir dich? Hallo, ich bin's, Blasto. Vielleicht kennt ihr mich, kennt ihr meinen Bruder Blasto. Er hat eine große Klappe und lebt Kanonenkugeln zum Tee. Wie dem auch sei, da ihr gerade vorbeikommt, könnt ihr mir einen Gefallen tun. Seht ihr meine vier Freunde da drüben? 1, 2, 3, 4. Sie haben heute Geburtstag. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, die Geschenke zu liefern. Sie sehen nicht besonders freundlich aus. Ich glaube, einer von ihnen hat dir gerade die Zunge herausgestreckt. Nein, nein, wir sind beste Freunde. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Ja. Klar, Blastui, wir helfen dir gern. Hervorragend.
Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diesen wundervollen Geschenke abliefern kann? Sprich, du rechnest damit. Bums, direkt ins Gesicht. Bum, voll in die Fresse. Habt ihr das gesehen? Bums, da ist das letzte Mal, dass sie sich über mich lustig machen. Lasst uns verschwinden, Joker. Der Typ ist nicht ganz dicht. Ich habe übrigens wirklich ein Geschenk hier oben. Das ist da drüben, falls ihr es wollt. Wir werden es finden, Blastoise, und wünschen dir noch einen schönen, entspannten Tag. Ja, was machst du denn als Kanonen? Als Kanone hier oben, wenn du hier rumstehst. Nichts mehr. Jetzt hast du der komplette Lebensabend ist. Ist jetzt komplett dauerentspannt. Da ist noch eine Feder. Oh, wir dürften wirklich bald sehr viele Federn hier haben. Jetzt interessiert mich das einmal. Wie weit sind wir? Wie seid nicht Harry Towers? Noch ein weiter. Noch 16. Noch 16 und dieses. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd, hier zu warten. Oh nein! Nein, 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 stopp! Gefunden! Ja, geile Aussicht auf jeden Fall. Und ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mit, ja, machen wir so, ne? So schöne Aussicht. Seht man so ein bisschen noch was. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Dann geht's wahrscheinlich schon in Richtung unserer geliebten Eiswelt. Da nochmal ein paar Sachen abgreifen. Wir schauen nochmal. Unten gibt es noch ein, zwei Sachen, die wir noch zu erledigen haben. Vielleicht kriegen wir noch eine Folge hier voll. Mal schauen, ob wir was für euch hier finden. Und so oder so, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.